Was geht ab, Leute? Oder sollte ich vielleicht sagen, arr, was geht ab, Piraten? Heute sind wir unterwegs im 20er-Verlies und farmen den König Malone. Mit Schmetterling 17 habe ich einst ein Projekt angefangen, bei dem es darum ging, euch zu zeigen, was man alles machen kann, wenn man auf einem neuen Server anfangen möchte oder generell ein neuer Spieler ist. Also in Bezug auf Farm und so weiter. Dieses Projekt werde ich auch immer wieder aufgreifen und aktiv fortführen, wenn ich mit meinen Zielen auf meinem Hauptserver Teyvat fertig bin. Zum einen ist das, mein Magier von Level 91 auf mindestens 95 zu bringen. Und zum anderen möchte ich mir mein nächstes 50er Blue kaufen. Derzeitig habe ich 130 Gem in etwa zusammengesammelt. Das entspricht so ungefähr der Hälfte von den Kosten meines nächsten Blues. Und ja, darauf spare ich jetzt. Und wenn ich mit diesen beiden Sachen fertig bin, geht es aktiver mit diesem Free-to-Play-Projekt weiter. Der König Malone bietet ein recht breites Spektrum an Items, die ihr finden könnt. Level 20er Bosswaffen, Level 25er Bossringe, Level 20er Blueset-Teile und Malone-Karten, die so ein bisschen mit Mara-Karten zu vergleichen sind, also vom Levelgebiet her. Auf Teyvat habe ich heute Morgen erst jemanden gesehen, der eine Malone-A-Karte gesucht hat und dafür 30 bis 35 Gold zahlen würde. Das finde ich eigentlich ziemlich gut für so eine Low-Level-Karte. Und ihr könnt hier nur A- und S-Karten finden. Und die S-Karten sind dementsprechend noch um einiges mehr wert. Ich schätze mal auf Teyvat so zwischen 80 Gold bis 1 Gem 20 Gold. Oder irgendwie so in dem Dreh dürfen die wert sein. Vielleicht sogar mehr. Da könnt ihr euch auch einen Shop hinstellen und bieten lassen. Da bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Die 20er Bosswaffen können mit guten Stats auch teuer verkauft werden, weil manche Leute mit High-Level-Chars wollen just for fun so ein Imba-Low-Level-Equipment haben. Und wenn das gute Stats hat, zahlen die auch echt viel dafür, weil, naja, denen macht es wahrscheinlich eh nicht so viel aus, so ein bisschen mehr dann für so eine Waffe auszugeben. Bei den 20er-Set-Teilen und 25er-Ringen ist das genauso. Allerdings dürft ihr keine allzu große Abnahme, ja, beziehungsweise kein allzu großes Interesse an diesen Low-Level-Ausrüstungsteilen erwarten, weil man da eben recht schnell durchlevelt. Was auch ganz interessant ist, auf Teyvat gibt es wieder eine aktive Gilde für die Bienchen, Kingdom Quest, und ich als 50er Blue-Sammler finde solche Projekte natürlich super. Ich weiß auch, dass es auf Epit sowas gibt, da ein Freund von mir, Watashi, den kennt ihr vielleicht, der sammelt auch 50er Blues und so weiter, der kümmert sich da schon sehr drum, dass auf seinem Server da was los ist und auf Teyvat. Also zwischendrin habe ich immer mal, wenn ich so gesehen habe, okay, da sind so drei, vier Leute oder so ein Bienchen, mich mit meinem Clery auch reingegangen, und meistens, fast immer war es eigentlich Success, die Kingdom Quest. Aber wenn es so eine richtige Gilde drum gibt, ist es natürlich irgendwie noch, ja, besser. Und das hat wiederum dann immer noch ganz andere Auswirkungen. Zum Beispiel ist dadurch 45er Blue Equipment natürlich auf einmal wieder viel, viel mehr wert. Also ist eigentlich durchgehend ziemlich viel wert mit Imba Stats, aber trotzdem bei einer hohen Nachfrage natürlich immer noch mehr. Und ehrlich gesagt findet man schon ziemlich wenig davon mit guten Stats. Also lohnt es sich, denke ich mal, ganz besonders im Moment den Turm zu farmen, da ihr da ja auch die Chance auf 60er Orange-Schmuck habt beim Eisengolem. Ich war, als ich mit meinem Farmjäger auf Teyvat letztens an einem Tag, wo ich mehr Zeit hatte, mal wieder eine 100er Drop-Lizenz benutzt habe und viel im 60er Verlies gefarmt habe und auch tolle Sachen gefunden habe, beispielsweise ein 60er Boss Doppelschwert mit richtig guten Ausgas-Stats und Stärke. Das konnte ich auf plus 0 für 2 Gem verkaufen. Ziemlich super für eine Bosswaffe. Aber was wollte ich? Ah ja, genau. Mit dem war ich aber auch mal. Also der ist Level 67 zurzeit. Und so nur zum Testen bin ich auch mal in den Turm gegangen, habe 2 Turmruns gemacht auf diesem hohen Level.
Mit einer 100er Drop-Lizenz und bei einem Mal ist sogar ein 45er Set-High noch gedroppt vom Eisengolem. Hätte ich eigentlich gar nicht mit gerechnet. Das war auch ganz, ganz interessant. 45er Blu-Ringe sind dementsprechend natürlich auch wieder wertvoller. Die könnt ihr beim Goblin Magier, heißt der, im 40er Verlies farmen, was sowieso ein recht gutes Verlies ist, da ihr eben Hieb, Gewalt und also Vita und sonstige Teile dort droppen könnt, die, wie ihr ja inzwischen bestimmt auch schon wisst, selbst ohne gute Stats gut verkaufbar sind. 40er Blue Smoke ist auch wieder richtig im Rennen, Leute. Eine Zeit lang gab es da richtig so eine Art Tief oder so, da wollte den niemand so wirklich haben. In der Zeit hatte ich gerade verfluchte Ohrringe. Plus 9 mit Aus 12, Guest 13, Con 14. Ich glaube, für ganz genau 5 Gem gekauft. Und vor ein paar Tagen hat jemand nach solchen gesucht und irgendwie brauchte ich die jetzt nicht so richtig. Weil ich hatte nicht so viel Bedarf jetzt an der extra M-Dev und an den Stats im Low-Level-Bereich. Deswegen habe ich die dem angeboten und er hat sie mir für, ich glaube, 7,2 Gem abgekauft. Plus, er hat mir noch Ersatzverfluchte plus 0 mit nicht so guten Stats gegeben, weil mir ging es darum bei den Verfluchten hauptsächlich um die maximalen HP und diese anderen Boni, die ihr da nur durch die Ohrringe an sich schon bekommt. Also das war auch wieder, ja, sehr gut. Ja, ansonsten bei den Ketten und Ohrringen, wenn die 10 aus Guess haben, je nachdem, so von plus 0 bis plus 3, sind die auf Teva schon mindestens einen Gem wert. Die Chaosringe, die sind immer so ein bisschen schwieriger zu schätzen, weil die machen halt eigentlich nur für Mages Sinn, für Mages im Low-Level-Bereich. Und da ist die Zielgruppe jetzt nicht allzu groß, aber wenn ihr das Glück habt, einen mit richtig guten Stats zu finden, dann könnt ihr den auch ziemlich überteuert verkaufen. Ja, und wo ihr 40er Blutschmuck farmen könnt, habe ich euch ja schon ganz, ganz oft gezeigt. Wenn ihr es wirklich nur darauf abgesehen habt, denke ich, dass der Spinnraum die beste Farmalternative immer noch ist. Der Spinnraum an sich wurde leider ein bisschen genervt mit der Zeit, also indirekt, weil Albersteuerrollen sehr, sehr viel am Wert verloren haben von. Waren die sogar 5 Gold pro Stück mal eine Zeit lang? Ich glaube sogar schon, ja. Also sehr, sehr viel auf jeden Fall sind die inzwischen so bei. Also die Ankaufsstände zahlen 1,2 Gold und ich richte mich immer nach den Ankaufsständen, weil ich meinen Verkaufsstand nicht für Portrollen aufmache und die eigentlich da mal ganz gerne reinhaue, weil es ganz schnell geht. Ja, aber durch den 40er Blue Smoke sollte sich der Raum insgesamt immer noch lohnen. Und ihr habt natürlich auch eine hohe Chance auf 50er Blues und 60er Oranges, weil es sich eben, wie ihr wisst, dort um Elite-Monster handelt. Dieses Gebiet, dieses, wie heißt denn das? Ich glaube, das verborgene Gefängnis, richtig? Etage 1, genau, das ist sowieso sehr interessant für 50er Blues und so weiter. Weil ich kenne auch jemanden, der hat mal von so einem Karasian-Soldat ein Blue-Einhand gefunden. Von einem ganz normalen Monster in dem Verlies und wahrscheinlich schaue ich mir das in nächster Zeit auch nochmal ein bisschen genauer an. Vielleicht kann man da ja noch irgendwo anders als im Spinnenraum farmen, weil da ist die Mobdichte sehr hoch und das natürlich ziemlich gut zum Farmen. Zu diesem Run das Boss-Zepter ist sehr schön, die Karten sind in Ordnung. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken, Leute, macht's gut und bis bald.